Womit fülle ich eigentlich meinen Planer? Ja, gute Frage. Ich bin ja gerade schon kurz darauf eingegangen. Auch das ist gar nicht so einfach. Also, wir haben jetzt geklärt, ob du einen Reißverschluss drumherum brauchst, ob du lieber einfach einen Planer hast, der schon direkt fertig ist, wo gar nichts mehr drumherum kommt, oder so einen kleinen, der einfach hier so einen Knopf hat und dann ist da alles drin. Viele Möglichkeiten, ne? Und genau das ist auch irgendwie das Problem. Man ist irgendwie nie zufrieden und bastelt immer daran rum. Aber darum geht es ja. Es geht ja ums Basteln, ums Dekorieren, ums Spaß haben damit. Bei dem kleinen Planer, da habe ich ganz viel selber gemacht, wie du hier unschwer erkennen kannst. Ich habe nämlich nicht nur ein Dashboard gebastelt und hier die Einlagen, diese kleinen Divider, die hier schon drin waren, dann einfach mit verschiedenen Papieren beklebt, sondern ich habe auch noch hier einige andere Dinge selber reingelegt. Oder hier auf meinem Divider dann einfach die Sticky Notes geklebt, sodass ich die da immer rausnehmen kann und dann, wenn ich die hier brauche, reinpacken kann. Ja, irgendwie so. So war ich zumindest zu dem Zeitpunkt organisiert. Jetzt kann ich noch sagen, es gibt immer Planereinlagen direkt schon bei deinem Planer dazu. Also wenn du einen Planer kaufst, egal für welchen du dich entscheidest, natürlich, abgesehen von der äußeren Hülle sozusagen, gibt es auch immer noch irgendwelche Planereinlagen dabei. Dummerweise sind die hier zum Beispiel auf Italienisch, ja, aber ich fand die Größe von dem Kleinen so toll, deswegen hat mir das gar nichts ausgemacht. Ich habe dann einfach die englische Version oder deutsche Version reingeklebt und ja, war das schon okay. Was du machen kannst, du kannst dir, da bin ich ja gerade schon kurz drauf eingegangen, deine Printables, also das Ganze nennt sich in Amerika Printables, du kannst dir das selbst ausdrucken. Und dann hast du auch deine Planereinlagen. Mittlerweile mache ich das so, dass ich mir einfach nur immer das ausdrucke, was ich auch gerade brauche. Sowohl vom Monat her, als auch hier nehme ich immer nur das, was ich wirklich auch benötige für meinen Planer. Hier ist zum Beispiel eine Jahresübersicht. Das ist immer ganz toll, wenn ich irgendwelche Daten markieren will, die vielleicht wichtig sind oder auf die ich nochmal eingehen muss oder für die ich irgendwas hier Besonderes hier reingepackt habe. Da ist das immer ganz praktisch. Aber du kannst schon sehen, ein Planer, das ist nicht so, dass das ja heute gemacht und morgen entstanden ist. Der entwickelt sich über das Jahr. So ist der hier noch ziemlich leer. Sollte er eigentlich auch nicht sein, weil wir haben schon Ende April. Aber nichtsdestotrotz habe ich vielleicht nicht immer Zeit gehabt, den ausgiebig zu füllen. Und deswegen sind hier einige Seiten noch nicht dekoriert oder gefüllt oder wie auch immer. Letztendlich ist das gar nicht schlimm. Ich kann das immer im Nachhinein noch dekorieren. Ich kann das noch mit Stickern verschönern. Ich kann das noch mit Washi-Tape verschönern. Da, ja, sind ja meiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wann immer ich Zeit habe, kann ich an meinem Planer arbeiten. Und genauso solltest du das auch sehen, dass du immer mal wieder an deinem Planer arbeitest. Und da finde ich diese Monatseinlagen, die ich selber ausdrucken kann, besonders praktisch. Nämlich, wenn ich das selber ausdrucken kann, heißt das auch, dass ich es mal verbaseln kann. Heißt, wenn mir was nicht gut gefällt, muss ich nicht vorsichtig alles wieder rauskrabbeln, wie ich das hier durchaus auch schon in meinem Erin Condren gemacht habe, sondern ich nehme das Ganze raus, schmeiße es weg und das Problem ist erledigt. Ich kann es nochmal ausdrucken, hefte es wieder rein und gut ist. Deswegen finde ich die ausdruckbaren Monatseinlagen eigentlich am besten. Und viele der Designer, die diese anbieten, die bieten auch noch einige Sachen davor dabei dazwischen an. Das heißt, hier sind dann zum Beispiel noch Notizblätter drin, die gestaltet sind dafür. Oder auch hier wieder, wie das bei dem Erin Condren auch so ist, dass jeder Monat mit einem, ja, mit einem Spruch beginnt. Das finde ich auch immer sehr schön. Und das kannst du natürlich dann auch auf einem dickeren Papier machen, so wie im Erin Condren, sodass das Ganze ein bisschen fester ist. Also, da sind keine der Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Hier ist zum Beispiel ein Habit-Tracker. Was ist das? Ja, ein Habit-Tracker ist etwas, was seine Angewohnheiten meistern soll. Also, mal grob gesprochen, wenn du dir eine neue Angewohnheit aneignen möchtest, dann musst du diese einen gewissen Zeitraum durchführen, jeden Tag, damit du in diese Gewohnheit reinkommst, damit du gar nicht mehr ohne kannst. So habe ich zum Beispiel beschlossen, im März war das. Im März, Anfang März habe ich beschlossen, dass ich jeden Tag auf unserer Webseite einen Blogpost veröffentliche. Und das hat mich im ersten Monat wirklich viel Überwindung gekostet. Ich habe das immer schön hier
abgehakt. Ja, das fand ich sehr motivierend. Ich habe das jeden Tag hier in meinen Planer reingeschrieben. Da steht immer Blogpost und dann welche Art von Blogpost das war. Fand ich auch sehr hilfreich. So konnte ich immer mal gucken, was hier genau passiert ist. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis man sich diese Angewohnheit angeeignet hat. Und dafür sind diese Habit-Tracker ganz toll geeignet. Wheel of Life, dieses Teil hier, das sagt einfach nur, in welchen Bereichen du dich verbessern willst. Das malst du dann an und arbeitest an den jeweiligen Bereichen. Auch hier gilt wieder, man sollte es auch machen und nicht so wie ich hier alles leer lassen. Aber wie gesagt, wenn man wenig Zeit hat, macht man das vielleicht erstmal so. Man kann es im Laufe des Jahres machen. Also lass dich davon gar nicht einschränken, wenn du mal keine Zeit findest für deinen Planer oder wenn du mal nur deine Termine reinschreiben kannst. Dekorieren, kleben, basteln, Spaß haben, kann man auch später immer noch. Ja. Für die ganzen Einlagen, die es hier so gibt, gibt es auch immer passende Sticker. Ja, so hatte ich auch zwischendurch mal den Happy Planer. Für den Happy Planer gibt es ganze Sticker-Sets. Heißt, ich nur mal ganz kurz, um dir das vorzustellen, da kann man hier zum Beispiel immer für die Größe, für den Happy Planer Sticker finden, die man natürlich auch für jeden anderen Planer benutzen kann, aber womit man dann eben diese Layouts noch verschönern kann. Da sind dann zum Beispiel Sachen, ja, hier wie diese Listen, diese Checklisten, kann ich dann reinkleben, kann immer eine Aufgabe daneben schreiben und kann das dann abhaken, wenn es erledigt ist. Finde ich sehr praktisch. Und deswegen möchte ich die Bögen, also die Einlagen vom Planer und diese Sachen auch nicht trennen, weil die sind nicht ganz zu trennen. Wir reden noch gar nicht über die Sticker zum Dekorieren, sondern wirklich nur darüber, dass man hier zum Beispiel Daten reinklebt. Das kann zum Beispiel auch passieren. Du verpasst ein paar Wochen. Oder dein Planer ist schon alt und du möchtest jetzt irgendwas damit machen, weil es ist ja auch zu schade, ihn wegzuschmeißen. Wie gesagt, dafür sind die Dinge einfach zu teuer. Dann kannst du das Datum überkleben. Datum überkleben, Tag überkleben und schon ist dein Planer wieder wie neu sozusagen. Ja, das eignet sich einmal natürlich hier für so ein Mini, für den Filofax. Das eignet sich aber auch noch besser für den Erin Condren zum Beispiel. Wenn du so einen alten hast, manchmal gibt es die auf Amazon, eBay, wo auch immer. Dann kannst du einfach hier das Datum zukleben und kannst das Richtige reinschreiben, kleben, was auch immer. Und kannst den dann benutzen. Macht Sinn, ne? Weil dieser Planer, der wirklich super schön ist, ist von 2015, glaube ich, 2015. Und ist noch gar nicht benutzt. Also wäre super, den noch in irgendeiner Form zu nutzen. Also auch mit den Einlagen. Selbst wenn sie schon abgelaufen sind, kannst du auch immer noch ganz kreativ zu Werke gehen und die wieder auf dich anpassen und für dich nutzen. Planen muss kein teures Hobby sein. Du siehst hier an meinem Berg von Zeugs, dass man da so ein bisschen reingerät, dass man hier was kauft und da einen neuen Washi-Tape haben muss. Und ja, da muss man noch ein paar Sticker haben. Aber das muss alles nicht sein. Und wie man günstig planen kann, ist halt durchaus mit diesen Printables, die es im Internet gibt, zu kaufen und natürlich auch kostenlos. Aber die zu kaufenden sind, haben natürlich den Vorteil, da ist auch alles bei, da fehlt nicht plötzlich irgendwas. Ja, die sind schon toll und für einen Zehner kann man da schon richtig viel machen. Ja, soweit erstmal zu den Einlagen. Auch da wieder guck, was du brauchst, was du für den Tag über brauchst, welche zusätzlichen Blätter du in deinem Planer haben musst, was du überhaupt alles festhalten musst. Am besten mach dir eine Liste, schreib mal alles auf, was da so gemacht werden kann. Und dann, ja, passt dein Inhalt.